Du weißt doch, wenn man recht traurig ist, liebt man die Sonnenuntergänge. Jahre jetzt der Rückblick, merke es bedrückt mich, schreib Lines übers Leben, denn ich bin nur seckenlückig, die Resonanzen aus den letzten Jahren, lasse sie durch Sätze fahren, denke an mein Leben und merke, ich bin selbst das Beste dran. 1000 Tränen vergossen, 1000 Mal die Augen geschlossen, um nicht zu sehen, was passiert hat, ein Pakt mit dem Teufel geschlossen, mehr geschehen als der Standard, mehr als Beef mit Homies oder Schulstress, nie aus Fehlern gelernt, nie gedacht, ist es genug, und deshalb kehr ich in mich, bleibe dort, verwehre ihn, ich befasse mich mit der Frage, woher komme ich und wer bin ich, höre 1000 Fragen und suche täglich, meistens kläglich, nach den Antworten. Noch diese, der Einzelne erschlägt mich, der Schmerz prägt mich, doch was bringt mir Mut machen und Kopf hoch, wenn innerlich vor lauter Verzweiflung und Sorgen noch der Kopf tot. Tagelang nachgedacht, bemerkt, dass Hoffnung für mich reißt, doch ich werd sie finden, denn ich weiß, dass ein Weg da ist. Die Dornen haben gar keinen Zweck. Die Blumen lassen sie aus reiner Bosheit wachsen. Ziehe Fassaden runter und sehe den Kern des Inneren, sehe, was es sein will. Doch ich weiß, was ich schon immer bin, auf einem ständigen Balance. Ich kann mich nicht ungestützt halten, brauch Hilfe, ein Mensch, der mir stützt wie ein Stützbalken. Denn der Weg ist dunkel, kaum sichtbar durch Sorgen und Trauer, weil in meinem Leben der Himmel schon immer grau war. Und vergesst die Situation wie 2001, Rolos Grabgang. Ich konnte nicht verstehen, wieso sein Name auf dem Grab stand. Bin tief gefallen und wollte nicht mehr aufstehen, wollte die Augen schließen und einschlafen, wollte aufgeben. Jeder wollte mir helfen, doch hab jedes Angebot verneint. Lieber allein geweint, weil mir der Freund so fremd erscheint. Dachte nächtelang nach über meine Ängste und Leiden und verarbeitete die schweren Zeiten alleine mit Stiften auf leeren Seiten. Vieles nicht wissen, wollte vieles nicht verstehen, wollte nicht kapieren, wieso die Schmerzen nicht vergehen. War schon immer ein Kämpfer, lebte schon immer im Alleingang, legte mich ab von der Familie, war somit tagelang sehr einsam. War klar, war es mein Wunsch allein sein, doch ich merkte es Schmerz, doch dann fand ich einen Menschen, den ich fürs Leben und fürs Herz. Er gab mir Kraft und verstand mich und ich merkte, dass die Wand bricht, erreichte mein Inneres, blieb dort und verschwand nicht, dass mein Leben einen Sinn hat, das erkannte ich erst jetzt richtig. Dank diesen Menschen verschwanden die Wolken und es erschien ein Lichtblick. Ich genieße die Zeit und merke, hierfür lebe ich, um durch Schmerzen stark zu werden und zu sehen, dass dort ein Weg ist, ist endlich sichtbar. Vielleicht ist weiterhin manches nicht klar, doch ich weiß, kämpfen ist und bleibt in meinem Leben unverzichtbar. Befrei mich von Sorgen und merk beim Fasten, ich fühle mich glücklich dank diesen Menschen, der mir Kraft gibt. Das war's von mir in meinem Rückblick. Nein, ich glaube nichts. Ich habe nur irgendetwas dahergeredet. Wie du siehst, beschäftige ich mich mit wichtigeren Dingen.